Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. In der letzten Zeit haben wir festgestellt, dass wasserbasierte Farben wieder sehr populär geworden sind. Viele von euch setzen mittlerweile ausschließlich auf wasserbasierte Farben, zum Beispiel, weil sie für kleine und mittlere Siebdrucker extrem leicht zu handeln sind. Vor allen Dingen aber ist dafür nicht zwangsläufig teures Equipment nötig. Außerdem fühlen sich die Drucker auf dem Stoff sehr natürlich an und die Farbe ist, ganz wichtig, umweltfreundlich. Mit dem TechSprint AQ-System haben wir ein Farbsystem an der Hand, das sowohl deckend als auch wasserbasiert ist und mit dem man Top-Resultate erzeugen kann. Dieses Farbsystem ist ready to use. Das heißt, ihr könnt die Farbe direkt aus der Dose heraus auf T-Shirts, Hoodies oder Beutel verdrucken. Mit den 13 Standardfarbtönen, dem Deckweiß, Base und halbtransparenten Neontönen plus einer Handvoll Zusätze lässt das TechSprint AQ Farbsystem keinerlei Wünsche offen. Okay, gehen wir nun an die Maschine und schauen, wie sich die Farbe verdrucken lässt. Wie ihr seht, die Farbe, die ist sehr, sehr cremig und schön zu verarbeiten. Alle TechSprint AQ Farben sind untereinander mischbar und völlig kompatibel. Das heißt, Zwischentöne könnt ihr ganz ohne Probleme selber anmischen. Und zwar vollkommen ohne Pantone-Fächer oder Farbskala. Wenn ihr eure Farben transparent bzw. lasierend benötigt, dann müsst ihr ganz einfach die dazugehörige Transparent-Base beimischen. Die Rezeptur der Farbe ist so eingestellt, dass das Sieb recht lange offen bleibt. Soll heißen, diese Farbe trocknet langsamer ein als herkömmliche wasserbasierte Farbe. Und obendrein gibt es von uns noch sehr effektive Verzögerer dazu. Das richtige Siebdruckgewebe liegt in der Spanne zwischen 39T und 72T. Und wenn ihr die Farbe mit etwas Wasser verdünnt, sogar hoch bis zu 80 oder 90T. Welches Gewebe genau ihr letztlich wählen müsst, ist abhängig von eurem Motiv, von der Farbe eures T-Shirts und davon, wie ihr den Stoffgriff haben wollt. Je höher die Gewebezahl, desto geringer der Farbauftrag, desto weicher der Stoffgriff. Zur Schablone bleibt noch zu sagen, dass ihr nicht vergessen dürft, dass ihr für das Beschichten des Rahmens eine wasserfeste Emulsion benutzen müsst, wie zum Beispiel unsere FLX Screen. Und nun zum Drucken. Bei wasserbasierter Farbe, das wisst ihr bereits, wird ohne Absprung gedruckt. Ihr müsst außerdem beachten, dass ihr bei wasserbasierter Farbe mehr Farbe auf das Sieb geben müsst, einfach aus dem Grund, dass ihr nach jedem Drucken immer wieder fluten müsst. Denn das verhindert, dass ihr eingetrocknete Farbe im Sieb habt. So, reichlich. Bedeutet, leicht anheben, fluten und drucken. Das Ergebnis ist ein gelungener Druck, der nun nur noch fixiert werden muss. TechSprint AQ-Farben werden bei einer Temperatur zwischen 140 und 160 Grad Celsius fixiert. Und das geht sehr gut mit einem Flash-Trockner. Die Farbe wird je nach Dicke der Farbschicht für 1 bis 3 Minuten fixiert. In vielen kleinen Siebdruckwerkstätten hat es sich durchgesetzt, die Drucke zunächst mit einer Heißluftpistole anzutrocknen und so das Wasser aus der Farbe zu treiben. Danach, also wenn die Farbe trocken ist und nicht mehr verschmieren kann, dann beginnt die eigentliche Fixierung. Das T-Shirt kann man dazu einfach in eine Transferpresse legen und für circa 1 Minute pressen. Im Do-it-yourself-Bereich ist es üblich, die Farbe zunächst an der Luft trocknen zu lassen. Danach wird dann mit einem Bügeleisen linksseitig für 1 bis 2 Minuten über das Motiv gebügelt. Und wir nehmen jetzt nicht den Flash-Trockner, sondern machen das Ganze mit der Heißluftpistole. Das Schöne an den TechSprint AQ-Farben ist, man kann das ganz genauso gut auch auf Schwarz drucken. Bei Drucken auf Schwarz müsst ihr lediglich darauf achten, dass ihr ein 43T oder ein 47T-Gewebe benutzt und ihr müsst zwischentrocknen. Das heißt, ihr druckt die erste Schicht, trocknet das Ganze kurz an und rakelt dann ein weiteres Mal darüber. Thank you.
Wenn ihr nun Lust bekommen habt, auch Produkte mit einer solchen Qualität zu drucken, dann probiert unsere Farbe einfach aus. Solltet ihr noch Fragen haben, dann scheut euch nicht davor, uns zu kontaktieren. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und sehe euch beim nächsten Mal.